Hi Leute, das ist Samu hier und willkommen zu einem neuen Warhammer 40k Space Marine 2 Video. Und der Early Access ist vorbei mit so dem einen oder anderen Problemchen, was das Zusammenspiel angeht. Wenn man direkt Freunde einladen konnte, das ist jetzt deutlich besser. Das heißt, ihr habt jetzt zum offiziellen Release, dürftet ihr deutlich weniger Probleme haben. Aber es gibt so ein paar Sachen, die wir über den Early Access und darüber hinaus gelernt haben. Ein paar Kumpels und ich zusammen und so ein paar Fehler gemacht haben, beziehungsweise ich zum Glück ein bisschen weniger, die anderen haben ein bisschen mehr Quatsch fabriziert, und darüber möchte ich mit euch sprechen, einfach so ein paar Tipps geben zum Einsteigen, die ihr definitiv nicht falsch machen solltet. Wir fangen aber mal ganz grob an, und wenn ihr auf der Schlachtbarke seid und beziehungsweise wenn ihr das Spiel gerade neu gekauft habt und startet, würde ich euch wirklich empfehlen, alleine um reinzukommen, dass ihr da erstmal die Kampagne spielt. Das Gute daran, wenn ihr die Kampagne spielt, habt ihr in den Einsätzen, welches die PvP Multiplayer Koop, was der Multiplayer Koop Modus ist, habt ihr dort auch alle Einsätze freigeschaltet. Wenn ihr das Ganze zu Anfang macht, habt ihr nur ein oder zwei Missionen, die ihr machen könnt. Das ist natürlich nicht so geil. Die ändern sich auch so ein ganz klein bisschen nur innerhalb der Mission selbst. Dann kommen die Gegner von der anderen Seite und oder einfach so ein bisschen Variation ist drin. Aber wie gesagt, ihr nehmt euch da einiges, wenn ihr die Kampagne nicht zuerst macht. Außerdem sind hier so einige Sachen, wenn ihr eine bestimmte Mission macht oder schnell spielt, dann kann es mal sein, dass ihr eine andere Mission bekommt, die ihr noch nicht freigeschaltet habt, dass ihr euch selbst spoilert. Solltet ihr nicht, die Kampagne ist nicht allzu lange, spielt sie auf jeden Fall zuerst und dann habt ihr wirklich einen sehr guten Einblick und kommt schon mal richtig klar, weil in den Einsätzen selbst, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad ihr habt, geht es da richtig ab. Ewiger Krieg ist die PvP-Variante. Man muss aber dazu sagen, ihr könnt eure Klassen, es gibt 6 verschiedene Klassen, zeige ich euch gleich, die könnt ihr aufleveln. Das Ganze hier im PvE und das Ganze nochmal im Ewigen Krieg im PvP. Heißt, alles was ihr im PvE macht in den Einsätzen, das schwappt nicht rüber, ihr müsst hier nochmal komplett neu leveln. Deswegen, das habe ich persönlich auch erstmal außen vor gelassen, ich will mich erstmal auf PvE konzentrieren. Und danach schauen, was das PvP zu bieten hat. Ich habe auf jeden Fall schon gehört, dass es richtig Spaß machen soll. So, gehen wir aber mal auf die Einsätze zu sprechen. Und dort hüpfen wir mal kurz. Also wenn ihr in der Schlachtbarke seid, könnt ihr hier aufs Touchpad oder je nachdem, auf welcher Plattform ihr spielt, könnt ihr hier direkt zwischen der Starthalle, wo ihr die Missionen alles auswählt, und der Rüsthalle hin und her wechseln. Das geht doch dann rukizuki. Müsst nur warten, bis von oben runterkommt. So, und habt dann hier euer Menü, wo ihr oben alle Klassen seht. Ne? Den Taktiker, den Angreifer, Aufklärer, Verteidiger, Scharfschütze und Zerstörer. Alle Klassen haben definitive Vor- und Nachteile. Ihr könnt während der Mission, also wenn ihr auf einem Einsatz seid, könnt ihr auch jeweils nur eine Klasse wählen. Also ihr könnt nicht 2 Taktiker und ein Aufklärer sein zum Beispiel. Ne? Jeder Spieler muss eine Klasse wählen, anders geht's nicht. Und auf jeden Fall, ich würde euch empfehlen, euch auf einen, maximal so 2 Chars mal einzuspielen. Je nachdem, wenn ihr mit mehreren Leuten startet, dann sprecht euch untereinander ab, sodass ihr da keine Probleme habt, wenn ihr da zusammenspielt. Ne? Dass ihr, ne? Weil es dauert schon ein bisschen, bis ihr eine Klasse hochgelevelt habt. Wäre natürlich schade, wenn das Ganze, wenn ihr euch da ein bisschen im Weg stehen solltet. Was ich euch empfehlen kann, diese Währung hier oben, ja, diese Coins, die braucht ihr, um Sachen freizuschalten, um Sachen auch zu leveln stellenweise. Und damit könnt ihr auch hier bei Rüstung bearbeiten, könnt ihr ganz viel Kosmetikkram kaufen. Was ich euch definitiv empfehlen würde, ist das erstmal sein zu lassen. Weil ihr braucht die ganzen Punkte erstmal für zum Leveln. Der optische Kram, der bringt auch im Charakter nichts. Man sieht geil aus hier. Fashion-Style und so, ist auf jeden Fall geil. Aber wie gesagt, ihr braucht es nicht, während ihr am Fighten seid. Deswegen solltet ihr das Hauptaugenmerk darauf legen. Ich habe auch nur ganz, ganz wenig Coins ausgegeben. Die maximale Anzahl an Coins, die ihr sammeln könnt, ist 999. Also schaut, dass ihr die nicht überschreitet. Wenn ihr ungefähr da rankommt, dann könnt ihr dann ein bisschen, wenn ihr alles andere, wenn ihr da schon reingepusht habt oder mehrere Klassen spielt, dann geht es noch schneller weg.
Schaut, dass ihr, wie gesagt, den 999 nicht überschreitet. Und dann könnt ihr immer dann noch ein bisschen in euren Fashion Space Marine reinballern. Ne? So, was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen sollte direkt am Anfang, ist, ihr habt für die verschiedenen Klassen, habt ihr hier Prüfungen. Diese Prüfungen bestehen aus bestimmten kleinen Mini-Missionen, die ihr machen müsst unter einer gewissen Zeitvorgabe. Das Ganze passiert auch mit einem vorgefertigten Loadout, also mit vorgefertigten Waffen etc. pp. Und ziehen meistens darauf aus, dass ihr die Spezialfähigkeit von der entsprechenden Klasse, die ihr spielt, dass ihr diese nutzt, um ne, halt entsprechendes taktisches Ziel, taktische Prüfung zu bestehen. Was halt geil ist, ihr bekommt halt Rüstkammerdaten, die ihr braucht, zeige ich euch gleich. Die ganz wichtig sind, die bekommt ihr aber nur, wenn ihr alles komplett auf der Zeitvorgabe hier in dem Fall 40 Sekunden macht. Oder halt hier wirklich alle drei vorgefertigten Prüfungen besteht. Das kann ein bisschen dauern. Ich habe mich auch ein bisschen schwer getan. Da braucht man einen gewissen Rhythmus. Muss wirklich sein ganzes Arsenal an Waffen und so ausnutzen, die man hat. Aber dann kann man hier schon deutlich was an Punkten farmen. Und das könnt ihr, selbst wenn ihr sagt, ihr spielt jetzt nur den Taktiker, könnt ihr hier ruhig rübergehen zum Angreifer und macht dann hier die Prüfungen. Und die ganzen Punkte, die ihr bekommt, die ganzen Rüstkammerdaten, die könnt ihr auf egal welchem Charakter benutzen. Das heißt, ihr könnt euch hier schon mal ein gutes Repertoire an Währung aufbauen, ne? Und lernt die Klassen so ein bisschen kennen, deren Spezialfähigkeit, und könnt dann entscheiden, ja, hier, komm, ich gehe jetzt auf meine Klasse, die ich hochleveln will, und push da erstmal alles rein. So, was wir hier sehen, ist Bewaffnungswellen. Ihr habt drei verschiedene Loadouts, die ihr wechseln könnt, wenn ihr auf Mission seid. Da habt ihr so einen speziellen Ständer, da könnt ihr hingehen, da könnt ihr dann euer Loadout wechseln. Was ich euch auch empfehlen würde, ich habe jetzt selbst noch keine Loadouts angelegt, ich fand es noch nicht so unnötig, beziehungsweise ich muss auch noch ein bisschen leveln. Was aber ganz geil ist, ihr habt dieses eine vorgefertigte Loadout hier. Wenn ihr dann auf Mission seid und euch fehlen zum Beispiel, keine Ahnung, ihr habt nicht genug Munition oder irgendwelchen anderen Kram, dann geht ihr einfach daran und wählt trotzdem euer Standard-Loadout aus, weil ihr dann komplett wieder aufgefüllt wird. Das ist ein ziemlich cooles Feature. So, wie gesagt, je nach Klasse, die ihr spielt, könnt ihr unterschiedliche Waffen benutzen. Was halt cool ist, ihr seht halt hier zum Beispiel bei dem Angreifer, der hat keine Haupthandwaffe, hat aber eine schwere Boltpistole. Die Boltpistole, je nachdem, hier zum Beispiel, ne, gehen wir zum Aufklärer, das ist besser, kann ich euch besser verdeutlichen. Wenn ihr hier den Aufklärer habt, der hat in der Standardversion die Boltpistole, hat auch erstmal nur Zugriff auf die Boltpistole. Das gleiche hier bei meinem Taktiker. Das Schöne ist, wenn ich die Boltpistole bei mir hier hochlevele, ne, egal wie hoch, und würde dann sagen, oh, ich habe Bock auf den Aufklärer, dann profitiere ich hier schon. Egal, wenn der Level 1 ist, profitiere ich hier schon von meiner Boltpistole, die ich mir mit dem Taktiker hochgeballert habe. Ist natürlich sehr, sehr geil und ein ziemlich cooler Boost, ne? So, das Ganze, gehen wir mal auf die Waffen selbst. Seht ihr hier, ne, je nachdem, welche Waffe ihr spielen wollt, auch hier könnt ihr schauen, na, welche Haupthandwaffe kann eine andere Klasse auch tragen, sodass ihr da auch von profitiert und könnt halt mit der einfach deutlich schneller hochleveln. So, ihr seht hier, dass ihr mit den Standardvarianten natürlich anfangt und bekommt XP. Wenn ihr die benutzt, bekommt ihr XP dafür. Irgendwann erreicht ihr den Meisterschaftsstatus. Müsst diesen dann freischalten über die Rüstkammerdaten. Hier. Damit schaltet ihr dann die entsprechenden Waffen frei und braucht dann hierfür auch XP. Ihr könnt da auch Kampfkunstpunkte oder hier Rüstkammerdaten verwenden, um die XP direkt komplett hoch zu ballern, statt so hoch zu spielen. Würde ich euch, je nachdem, wie viele ihr zur Verfügung habt, könnt ihr das natürlich machen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Wenn hier der Balken durch die XP auch noch voll ist, könnt ihr dann rüber zu kunstvoll wechseln und könnt dann dort wieder eine deutlich verbesserte Variante eurer Waffe auswählen. Dafür braucht ihr dann natürlich auch die verbesserten Rüstkammerdaten. Ihr seht, dass ich hier oben nur die grünen habe. Die gibt es nur im Schwierigkeitsgrad Modus 1 und 2. Für alles Weitere müsste ich auf 3 wechseln, was ich bald tun werde. Da bekommt ihr dann, wie gesagt, die neue und könnt dann hier die neue Waffenkategorie freischalten. Gleich verhält sich das mit der Stufe Reliquie. Wie gesagt, schaut da auf jeden Fall
Spezialisiert euch auf so ein paar Sachen, gebt nicht alles aus, weil ihr werdet es am Ende bereuen. Ich habe einen Kumpel, der hat alles sein Zeug verballert, der ist jetzt wieder am Looten und am Farmen, weil er seine Waffen nicht leveln kann, weil er die für allen denklichen Kram ausgegeben hat, die er in dem Moment nicht braucht. Ich meine, er spielt auch mehrere Klassen gleichzeitig und versucht, die hochzuleveln. Würde ich euch aber, wie gesagt, würde ich euch empfehlen, hier eine, maximal zwei Klassen, dass ihr die macht. Wenn ihr nur eine Klasse macht und, keine Ahnung, nicht mit irgendwelchen Mates spielt, dann ist es eigentlich ganz einfach. Wenn ihr dann eure Klasse ausgewählt habt und ihr geht hier aufs Spielen in die Starthalle und wählt dann hier schnelles Spiel aus, da habt ihr, also ich habe bisher noch gar keine Probleme, dass jemand dieselbe Klasse hatte wie ich. Ich denke, das regelt das Spiel dann automatisch und somit braucht ihr euch da keine Gedanken zu machen. So, aber noch kurz, bevor wir in die Mission hüpfen und ich euch gerade was zeige. Ihr habt halt hier noch bei den Klassen, habt ihr hier den Vorteilsbaum. Das ist quasi so ein kleiner Skillbaum, wo ihr hier halt entscheiden könnt, wie ihr skillen möchtet. Das Ganze ist gekoppelt an Level. Ne? Halt, je höher ihr levelt, desto mehr Möglichkeiten habt ihr halt hier zu skillen. Und dadurch lassen sich dann noch verschiedene Builds bauen. Und das geht halt alles ganz automatisch, wenn ihr die Klassen hochlevelt. Ihr könnt bis 25 hochleveln. Und wie gesagt, würde ich euch auch empfehlen, es dauert halt ein bisschen. Ne? Auf den höheren Schwierigkeitsgraden ist es dann ein bisschen besser. Da habt ihr ungefähr pro Mission steigt ihr ein Level. Und dann geht das Ganze nochmal deutlich besser. Bei den Waffen auch natürlich, abgesehen von den Waffen, die ihr freischaltet, habt ihr hier beim Vorteilsbaum auch die Möglichkeit. Mal, gehen wir mal auf meine Waffe. Zack, geht ihr hier. Und dann seht ihr auch hier, dass ihr hier entsprechend eurem Spielstil das Ganze leveln könnt. Ihr könnt die Vorteile auch zurücksetzen, wenn ihr mal umskillen möchtet. Und das macht ihr halt, wie gesagt, hier. Ne? Wenn die XP voll ist, bekommt ihr die Kampfkunstpunkte und die könnt ihr dann rein investieren und dann entsprechend skillen. Dann noch eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr auf Mission sein solltet. Und dafür springen wir mal kurz in eine rein. Ich will die nicht so lange warten lassen, deswegen erkläre ich euch ein bisschen was, während wir unterwegs sind. Und zwar, passt auf, während ihr hier auf Mission seid, ihr habt euer primäres Ziel, ganz klar, ne? Und habt halt hier die Möglichkeit, abseits so ein bisschen euch umzuschauen und ein bisschen abseits der Wege zu laufen, weil ihr könnt so ein paar Sachen finden, die es definitiv lohnt zu finden. Das sind Rüstkammerdaten, wovon wir eben gesprochen haben, und natürlich auch eine Gensaat. Diese kann, die kann nur einmal aufgehoben werden von euch, und die müssen halt extrahiert werden. Also ihr müsst die Missionen dafür erfolgreich beenden, um sie wirklich zu extrahieren. Und dann haben wir noch eine andere Sache. Ah, hier vorne haben wir schon direkt, oder? Kurz gucken. Ah, den metzen wir gerade weg. Oh, ich liebe es. Also jetzt müssen wir mal gucken, ob wir schnell eine finden. Ihr habt halt, Munitionsmangel ist so eine Sache, ja, die öfter mal eintritt in Warhammer. Besonders in den Anfängen, wenn euer Charakter noch nicht allzu groß gelevelt ist. Weil später bekommt ihr Perks und so, wo ihr euch Munition so wiederholen könnt. Aber Munition ist stellenweise rar gesät, je nachdem, was auf dem Bildschirm abgeht. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt mal... Na, da vorne. Okay. Lassen wir mal kurz die Gegner weg. Und dann seht ihr hier so ein paar Rüstungs... Ah, okay. Immer Vorführeffekt. So, kurz hier die grüne Gülle machen wir weg. Müsst ihr aufpassen, damit ihr euch nicht hier so vergiftet wie ich. Okay, ihr habt diese Kisten hier gesehen, die hier sind, ne? Da ist immer nützliches Zeug drin. Könnt ihr einfach durchrollen und dann legt ihr die ganzen Items frei, die darunter sind. Das ist ziemlich geil. Und da findet ihr auch wirklich... Oh, fuck. Okay, gut.
So, jetzt kümmern wir uns mal direkt um den Carnifex. Das ist natürlich nice. Hier so ein Mini-Boss. Natürlich auch geil, dass ich das euch gerade zeigen kann. Wenn ihr Glück habt, habt ihr hin und wieder hier so ein paar Mini-Bosse, die kommen können. Und wenn ihr die platt macht, bekommt ihr auch nochmal Boni für zum Ende der Mission. So, aber jetzt lasse ich euch allein damit. Den machen wir kurz da platt. Und, ah ja, genau, eine Sache ist noch ganz wichtig. Wenn ihr, zum Beispiel, wenn ihr am Ballern seid, ne? Und der Charakter lädt nach, dann rollt. Rollt, was das Zeug hält. Die Gegner treffen euch weniger und euer Charakter lädt nach, während er am Ausweichen ist. Das ist sehr, sehr geil und hat mir ziemlich oft den Arsch gerettet. Also ist definitiv was, wo, was ihr definitiv in euren Spielstil mit reinballern solltet. So, das war's auf jeden Fall von mir, Leute. Viel Spaß mit Space Marine 2. Ist ein richtig geiles Koop-Game. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.